Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Galaxy. Ja, in der letzten Folge weiß ich gar nicht mehr genau, was wir gemacht haben, denn für mich ist es jetzt schon anderthalb Monate bis zwei Monate her. Bei euch sind das jetzt zwei Wochen gewesen. In der Zeit, wo Battlefront 2 gekommen ist. Ich habe mir wieder gedacht, komm, nimmst du mal wieder auf. Und der Brief, ja, annehmen. Wir haben ja schon mal einen Brief vorgelesen, deswegen... Oh, die selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gut, wir waren stehen geblieben in, im Schlafzimmer. Das weiß ich noch. Mal gucken, wie viele Parts ich heute aufnehme. Ich habe vor, heute ein bisschen mehr aufzunehmen. Wollte heute auch keine anderen Aufnahmen anstehen, weil David nicht da ist und alle Aufnahmen mit David zusammen sind. Schlafzimmer ist hier. Danke für diese Information, du netter Luma. So, dann wollen wir uns gleich mal zum Stern hochsaugen. Okay, wir haben hier noch die Windgarten-Galaxie. Ne, die hatten wir abgeschlossen. Dann die Honigkratz-Galaxie. Und jetzt haben wir die Sandinsel-Galaxie. Da wollen wir gleich mal hinreisen. Der Luftstrom des Sandtornados. Tada! Ah, die Mission ist schön. Ja, okay, jetzt noch. Ich hoffe, ich bin heute nicht scheiße. Fände ich schön, wenn ich heute nicht scheiße bin. Aber wenn ich scheiße bin, kann ich nicht so viele Parts aufnehmen. Weil ich dann... Ich möchte auch nicht, dass das Let's Play nur aus Fehlen besteht. Deswegen, ne, wisst ihr Bescheid. Was soll ich machen? Achso. Darüber. Ui, das war, glaube ich, ein Fehler. Oder? Ne, ich schaff's. Schafft man das? Ich benutze lieber mal den Saturnado hier. Okay, jetzt soll ich es schaffen. Gut. Ab in die Röhre. So, kommen wir mal wieder in einen kleinen 2D-Teil. Hui! Mit schönen Mario-Blöcken, wie man sie kennt. Die aus? Ja, die geht aus, cool. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, obwohl doch. Oh, das war dumm. Was? Nein, nein! Nein! Anstrom! Wie kommt man hier raus? Ich kann nämlich keine, ich kann keinen Rückwärtssalto machen. Das? Kommt hier der Ultra-Trick? Mist. Alter, schon. Das geht. Das ist auch eigentlich gar nicht so schwer, aber... Alter, komm schon. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich nach rechts möchte oder... So, da regle ich halt nach rechts. Hey. Ach komm. Mario. Geht auch einfach. Oh, voll das schwere Jumpen-Run. Ja, ich bin oben drauf. Cool, toll hier lang. Unglaublich. Ja. Hallo? Wartet mal kurz, so, so. So, und jetzt. So, oh. Okay. Maxi-Kraft! Max-Kraft, nicht Maxi-Kraft. Oh. Komm, das Leben möchte ich auch noch. Dass das geht, das wusste ich nicht. Alter. Knapp, krasse Sache. Krass, knapp. So. Gott, kurz weg rein. Übrigens, Leute, ihr seht, dass das Video nicht 720p ist. Also nicht nur von der Pixelauflösung, sondern auch, dass da so rechts Balken sind. Und das ist mir jetzt schon mal aufgefallen, aber mir ist nicht aufgefallen, dass es bei der Aufnahme gar nicht so ist. Und ich sehe das hier gar nicht, ja, alles auf Vollbild. Und, bei euch ist es nicht so, das liegt daran, dass mein komisches Aufnahmeprogramm vom Bild leider kein 720p unterstützt, sondern nur die Höhe, also es gibt einmal 360p, aber es wäre eine richtig schlechte Auflösung, habe ich vorhin ausprobiert, das will ich nicht, es wäre noch schlechter als das hier, oder diese Auflösung, das ist halt die, es gibt noch eine dazwischen, aber es gibt halt nur 360p oder Auflösungen, die nicht
16:9 sind. Also entweder Balken oder schlechte Auflösung. Deswegen entscheide ich mich nur für Balken, weil ich finde, das geht noch, kann man sich immer noch antun. Ich meine, Strecken, ich könnte den noch strecken, aber ich glaube, es sieht dann nicht mehr so gut aus, wenn Mario plötzlich so 5 Meter breit ist. Deswegen könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben. Diese Aufnahmen werde ich sicherlich noch so aufnehmen, wie ich gerade mache, aber wenn ihr meint, ich würde das lieber anders machen, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben, dann werde ich es wahrscheinlich machen. Sterbt! Stirbt! Oh, ich weiß gar nicht, ob wir die hinterher noch brauchen, später. Ich hoffe nicht. Da habe ich die jetzt gerade ziemlich verschwendet. Bitte, ich brauche die hier nicht. Okay, ich brauche sie nicht. Oder? Komm schon. Hui! Kaktus. Kakteen. Sorry. Ich kann sagen Kaktussen. Das wäre ja falsch. Dum, dum, dum. Oh Mist. Gott, nicht. Der Musik entsprechend. Ich will es leben. Ja, spring, 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 spring. Und wir schaffen Donado. Nein! Das war gewollt. Oh, ich dachte, das wäre im Hintergrund. Nicht im Hintergrund, sondern so weiterhin. Okay, das ist aber auf der gleichen Höhe. Das wollte ich wissen. Okay. Dann muss ich hier von dem Block losspringen. Auf dem. So geht's auch. Hui. Münze kann ich schon mal einsacken. Oh. Ich dachte, das wäre nur so Sternteil oder sowas. Was? Warum? Zum Beispiel hier die Sternteile. Ja. Sternenteile. Oh. Oh, ich mag Wandsprung irgendwie in Super Mario Galaxy. Übrigens bald kommt ja. Obwohl, warte. Den wievielten haben wir heute? Für euch müsste Mario Kart 8 schon eigentlich raus sein. Und natürlich werde ich dazu kein Let's Play machen, weil ich die Wii U nicht aufnehmen kann. Aber ich weiß auch noch nicht mal, ob ich es mir hole. Liegt halt daran, dass ich sehr selten, außer bei Aufnahmen, überhaupt Konsolen spiele. Das liegt halt daran, weil ich immer so denke, also hier ist die Wii an meinem PC, dann denke ich mir so, ja, kannst du mal aufnehmen, aber normalerweise ist die Wii U, wir haben ja eine Wii U, aber die steht bei uns im Keller. Bin einfach immer zu faul, so runter zu rennen, weil da bin ich auch nicht auf Skype online und so. Ich muss durchgehend online sein. Nee, aber ist wirklich so. Deswegen weiß ich nicht, ob es sich lohnt, das Spiel zu kaufen. Also, das war das schon mit der Mission. Cool. Eine schöne Mission. Obwohl, die geht schon nicht ziemlich lange, ne? Ja gut, fast 10 Minuten. Aber eine geht natürlich noch. Heia! Hallo. So, haben wir einen weiteren Stern nach Hause gebracht. Ein Power-Stern. Habe ich vergessen. Ich will sagen, ein Stern halt. So, ein paar Sternteile. Neues Kapitel, Gummeluma. Ah, machen wir doch mal ein Gummeluma. Gummeluma. Da ist er ja. Ja. Lalala, du hast keine Sternteile. Ich will Sternteile essen, ganz viel davon will ich essen. Blablabla, halalala, komm schon, gib mir mal Sternteile. Wenn ich 800 esse, verwandle ich mich. Wir haben hier mal relativ knapp, aber genug. Finde ich was? Finde ich gut. Das finde ich irgendwie gefahren müssen. Finde ich scheiße. Wollen wir mal los sagen? Verwandle! Die Galaxie wurde geboren. Du, 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 du. Hui. Ab ins Grüne. Ah, ich komme mal ins Mikrofon. Fischtunnel-Galaxie.
goldenen Käfer des Spurfischplaneten. What? Ah, ich glaube, ich weiß nicht, welche Galaxie das war. Ja. Exakt diese Galaxie hatte ich in Erinnerung. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Mission ist. Aber ich will mich sputen, damit der Port nicht zu lang wird. Ach, wir landen schon da, genau, und jetzt brauchen wir einen Panzer dafür. Genau. Wir brauchen einen goldenen Panzer. Ich mag das Schwimmen hier in Super Mario Galaxy irgendwie immer noch nicht. Oh, Panzer. Hier ist ein Leben. Scheiße. Egal, das ist Leben. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, 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 schwimmen. Lasst uns an die Oberfläche schwimmen. Ein Schatten taucht an der Oberfläche auf. Da kann man hier nicht. Nee, das war dumm. Ich bin nach oben. Ja, es muss auch gehen, wenn man sich von der Wand hier abstößt. Das muss doch funktionieren. Auf dem man da hoch muss. Cool. Das war's. Oh, du bist der goldene Panzer. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es nicht beabsichtigt ist, dass man hier hochschwimmt. Ich glaube, man sollte eigentlich unten noch irgendwas betätigen, damit das hier erreichbar ist. Oh, na gut. Also, ich will jetzt auch nichts direkt dagegen, wenn ich den Panzer so kriege. Ja, wir sollten da unten eigentlich einen Sternenring zusammensetzen. Finde ich aber cool, dass wir sich müssen. Cool. Ich habe vielleicht ja noch eine Mission. Easy. Ich glaube, hier ist aber auch noch eine Mission. Oh, Oh. Und ein Panzer ist kaputt. Wie viele Geister sind denn hier? Ah. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob wir die noch im, noch einen Part schaffen. Komm schon. Schon noch. Aber ich frage mich, warum die es so knapp gemacht haben. Ich finde, ich hätte das nicht so gemacht an Nintendo's Stelle. Weil ich kann man ja ganz einfach hochspringen. Ist ja total easy. Gibt's, aber in Luma-Mission gibt es normalerweise also nur eine Mission, oder? Schon? Yes. Ist denn jetzt hier? Ist das Loch in der Wand? Da. Tadat. Hui. Ja, geschafft. Jetzt bei 800 Sekunden. Dong. Ich wäre beinahe erstickt. Oh, Mario. Ach, ich wollte gerade einen Powerstern aufheben. Nein, nein. Powerstern aufheben. Da ist ja in diese Schatztruhe gefallen. Es war furchtbar. Ja, jedenfalls nimmst du bitte den Powerstern, den ich gefunden habe. So. Ihr bitte ein Powerstern. Ach Gott schon. Die größte Challenge ist hier den Stern einzusacken, ohne ihn anzusprechen. Oh ja! Yes. Aber weil der Part doch noch so ungefähr 15 Minuten erreicht hat, würde ich doch sagen, war es das von dieser Folge Super Mario Galaxy. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr ja gerne eine positive Wertung lassen. Wenn ich einen negativ sage, dann aber warum? Und ich würde sagen, speichern. Und ich würde sagen, tschüss.